Hallo, mein Name ist Matthias Schweighöfer und ich nehme euch jetzt mit diesem schicken Auto hier an die Originalschauplätze von meinem letzten Film. 2 Uhr kicken. Na, los geht's. Ich liebe Berlin sehr. Ohne Berlin geht's nicht. Aber mit Berlin ist manchmal auch scheiße, weil die Stadt nervt auch zum Teil, weil sie sehr schnell ist und stressig. Und ich finde, Berlin passt in dem Film wie die Faust aufs Auge, wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt. Komm, fahr mit deiner scheiß Vespa. So, jetzt sind wir hier am Lützowplatz. Jetzt sind wir gleich an der Bar, wo ich die Lana kennenlerne. Hier haben wir eine Szene gedreht mit sehr vielen Komparsen, da war die alles sehr voll, wo ich gerade aus dem Flirtkurs komme. Und da spreche ich eine Orientalin an und frage, ob ihre Eltern Terroristen sind. Und lerne danach die Lana kennen, die dann nur zu mir sagt, du kannst dir meinen Namen vielleicht auch besser merken, wenn du ihn einfach rückwärts buchstabierst. Die Zusammenarbeit mit meiner Spielpartnerin war sehr komisch. Meine sehr gute Kollegin heißt Pega Feridoni, hatte hier ihren ersten Drehtag, ne, in dieser Szene. Und die war sehr nervös. So am ersten Tag, wenn man in so ein neues Team kommt, ist man immer ein bisschen nervös. Aber wir haben sie ganz gut aufgefangen und sie hatte ja eine lustige Szene. Na, klassisch ist ja eher so, also angesprochen zu werden, ist, glaube ich, eher von einer Frau zum Mann. Und angegraben zu werden, ist eher von einem Mann, vom Mann zur Frau. Deswegen ist es ja eigentlich immer sehr nett, wenn Frauen Männer mal ansprechen. Da fühlt man sich dann gleich so irgendwie, da ist man eher erleichtert, ne? Und dann ist das halt auch cool, ne? Dann denkt man sich so, Mensch, die Frau ist ja mutig. Aber das ist ein langes Thema, da kann man jetzt viel drüber erzählen, ne? Hier hinter mir, da seht ihr das Haus, also die Nummer 10, das weiß er. Das ist die Location von dem Setting von Lana. Das ist die Außenfassade, da wohnt die. Hier ist eine entscheidende Szene des Films, findet hier statt, bei der ich mit dieser Frau versuche, körperlich Kontakt zu entwickeln. Was aber nicht so ganz funktioniert. Ich darf gar nicht so viel darüber erzählen, denn das muss man sich im Kino angucken, was dann da passiert. Also das ist schon mit das Peinlichste, was ich gemacht habe, weil das wünscht man niemandem auf der Welt. Gerade auch nicht, wenn man gerade eine Frau kennengelernt hat. Drüben fährt eine Frau jetzt mit ihrer Vespa weg hier. Nee, fährt sie rüber. Also wir hatten ja genau so einen Wagen wie den hier im Film. Und das ist so der Wagen vom Til Schweiger, ne, in dem Film. Ich persönlich finde den Wagen sehr schön. Das hier wäre Luxus, natürlich so einen Wagen zu haben. Ne? Ich fahre persönlich eine C-Klasse von Mercedes. Jetzt sind wir gleich an der Friedrichstraße. Ja, und hier haben wir dann auch gearbeitet. Ne? Das weckt Erinnerungen. Hier um die Ecke wohne ich sogar. Achtung, Anekdote. Bei 2 Uhr Küken, ne, haben wir eine Szene gedreht nachts, wo Till als Frau, als Ginger verkleidet, gehen wir zu so einer Motto-Party. Ne? Hier war das. Das war auch ein sehr kühler Abend, wenn ich mich daran erinnere. Ja, Till ist ein guter Freund. Till ist eigentlich immer da, wenn man ihn braucht. Also Till würde einen auch immer wieder aus der Scheiße holen, wenn man ihn darum bitten würde. Dafür ist er Kumpel, ne? Freund. Freunde sind so eigentlich das Wichtigste im Leben, was man hat, weil auch wenn alle Beziehungen immer schief gehen oder man Probleme hat mit Frauen, es gibt Stress, sind Freunde immer so das größte Netz, die einen so auffangen. Ne? Da vorne ist wieder die Frau mit der Vespa. So, hier rechts ist jetzt die Stelle, wo ich euch rauslasse. Jetzt haben wir euch erstmal genug gezeigt, ne, über den wunderbaren Film 2 Uhr Küken auch, den ihr ab 3.12. im Kino sehen könnt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ging auch ein bisschen um Berlin und um den Film, es war schön. Das Auto muss in die Garage, ich hau ab, tschüss.